fremde Gebiete zu erobern und auszubeuten, das zieht sich wie ein roter Faden durch die Geschichte vieler Länder. Im 17. Jahrhundert war die Niederlande eine der großen Kolonialmächte, unter anderem auch deshalb, weil sie die erste moderne Aktiengesellschaft gründete, die Vereinigte Ostindische Kompanie, kurz VOC. Aus dem Gebiet des heutigen Indonesiens transportierte sie mit ihrer Flotte Gewürznelken, Zimt, Pfeffer und Muskat über die Meere und machte damit ein Vermögen. 4.700 Schiffe hatte die VOC in ihren Hochzeiten unter Segel. Die Niederländer wollten mit ihnen keine Imperien erobern, sondern Geschäfte machen. Von Indien bis Südostasien. Ihre Flotte war das Rückgrat, das dem kleinen Land der Händler und Kaufleute im 17. Jahrhundert einen kometenhaften Aufstieg und ein goldenes Zeitalter bescherte. Bei ihren Fahrten zwischen den Niederlanden und Asien sind die Schiffe zwischen 30 und 37 Wochen auf See. In dieser Zeit kann natürlich viel passieren. So auch am 4. März 1650. Zwei Stunden vor Tagesanbruch verschwinden fünf Schiffe der niederländischen Ostindien-Kompanie scheinbar spurlos. Die Schiffe sind auf dem Weg zur Insel Ternate auf den Molukken, als sie plötzlich vor der indonesischen Halbinsel Sulawesi auf Grund laufen. Ein Riff wird ihnen zum Verhängnis. Auch das Abwerfen von Ballast ist vergeblich. Der Mannschaft bleibt nichts anderes übrig, als sich an Land zu retten. Die Schiffe aber gehen verloren. Dass man heute mehr über die verschollene Ternate-Flotte weiß, ist einem deutschen Historiker und Linguisten zu verdanken. Dr. Horst Liebner lebt seit 35 Jahren in Indonesien. Er wollte sich mit dem Verschwinden einer ganzen Flotte sozusagen vor seiner Haustür nicht abfinden. In Archiven suchte er Tage- und Logbücher der gestrandeten Seeleute. Mit ihrer Hilfe versucht er, den Schauplatz des spektakulären Untergangs zu rekonstruieren. Die Kinder lieben seine Geschichten von versunkenen Schiffen und verschollenen Schätzen. Der Meeresgrund vor der indonesischen Küste ist übersät mit Schiffswracks. Unterwasserarchäologen gehen davon aus, dass der Archipel weltweit zu den Regionen mit den meisten Wrackfunden gehört. Obwohl alle Wracks, die älter als 50 Jahre sind, unter das indonesische Denkmalschutzgesetz fallen und damit Eigentum des Staates sind, werden sie oft von illegalen Schatztauchern geplündert. Ihre Ladung ist auf dem internationalen Antiquitätenmarkt eine heiß begehrte Ware. Aber auch die Schiffe selbst sind nicht sicher. Immer wieder verschwinden Wracks. Zuletzt 2016 fünf Kriegsschiffe der niederländischen und britischen Marine aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Vermutlich fielen sie Metallräubern zum Opfer. Ist doch unglaublich, oder? Auf Schloss Sandizell in Oberbayern hat Horst Liebner Verbündete auf der Suche nach der Ternate-Flotte gefunden. Dr. Thomas Förster vom Deutschen Meeresmuseum in Stralsund studiert zusammen mit der Archäologin Maylene Thür-Bonatz und Nikolaus Graf Sandizell Karten mit dem mutmaßlichen Untergangsort der Schiffe. Graf Sandizell tauchte lange aus kommerziellem Interesse, doch seit 2005 geht es ihm um die Rettung von Kulturgut. Der Gewürzhandel hat ihn schon immer besonders fasziniert. Die Muskatnuss war zu der Zeit ein legendäres Gewürz. Es gab Leute, die behaupteten, dass man mit der Muskatnuss, wenn man die hätte, würde man die Pest nicht bekommen. Die wurde in Gold aufgewogen. Es waren eigentlich die Gewürze, die uns nach Südostasien gebracht haben. Ihre langjährigen Erfahrungen kommen dem Team jetzt zugute. Akribisch prüfen und ergänzen sie Horst Liebners Archivfunde zu den fünf Schiffen, die damals gut bewaffnet im Flottenverband unterwegs waren.
Die Flotte als solche war deshalb wichtig, weil man sich damit gegen die Piraten wehren konnte. Also ein einzelnes Schiff war halt ein lukratives Ziel für Piraten, mit dem man es aufnehmen konnte. Aber wenn man im Verbund, also in der Flotte gesegelt ist, dann war man doch einigermaßen sicher aufgrund der Bewaffnung und der Überlegenheit gegen einzelne Schiffe. Dem damaligen Welthandelszentrum Amsterdam war der Verlust der Ternate-Flotte gerade mal eine Tagesmeldung wert. Obwohl die VOC im Laufe ihrer 200-jährigen Geschichte mehr als 700 Schiffe verlor, machte sie immer noch glänzende Geschäfte. Zur Vergrößerung des Profits entvölkerte sie ganze Inselgruppen und gründete Batavia, das heutige Jakarta. Künstler schufen während des goldenen Zeitalters tausende Gemälde, die den Reichtum der niederländischen Kaufleute und deren Wissen priesen. Zum goldenen Zeitalter gehörte auch die Vermessung der Welt in Karten, Globen und Atlanten. Zur Bestimmung des Breitengrades hatten die Navigatoren auf See nur den Jakobstab. Damit misst man den Winkel über dem nautischen Horizont, zum Beispiel den Winkel der Sonne oder eines Fixsterns. Die Bestimmung des Längengrades war noch viel schwieriger. Dafür braucht es exakt gehende Uhren. Nur damit kann man die Position eines Schiffes auf See genau bestimmen. In 24 Stunden dreht sich die Erde einmal um ihre eigene Achse, also um 360 Grad. Das heißt, sie dreht sich in einer Stunde um 15 Grad. Mit einer Referenzuhr an Land, die dort die genaue Uhrzeit eines Ortes mit bekanntem Längengrad angibt, kann ich, wenn ich die jetzt auf See bringe, bei einer sekundengenauen Uhr den Längengrad auf dem Meer exakt bestimmen. Zum Zeitpunkt des Untergangs der Ternate-Flotte allerdings gab es solche Präzisionsuhren noch nicht. Das wurde vielen Schiffen damals zum Verhängnis, weil sie ihre genaue Position nicht bestimmen konnten. Horst Liebner ist zusammen mit Thomas Förster auf dem Weg zu dem Ort, an dem sie die Überreste der Ternate-Flotte vermuten. Ein Riff irgendwo westlich der Insel Kabaina. Jetzt gilt es, die Indizien aus den Archiven vor Ort zu überprüfen. Erste Erkundungen mit Schnorchel und Taucherbrille und viel Geduld. Durch Vulkanausbrüche haben sich die Landschaft und auch der Meeresgrund verändert. Es stellt sich die Frage, gibt es überhaupt noch Spuren der verschollenen Schiffe? Drei Tage durchforschen die Taucher das Rifflabyrinth. Dann der erste konkrete Fund. Seltsame Steine, auffällig in Haufen konzentriert. Liebner erkennt in ihnen Ballaststeine aus dem Rumpf eines Schiffes. Doch sie sind nur ein Hinweis darauf, dass hier irgendein Schiff sank. Für die Identifizierung der Ternate-Flotte braucht es weitere Beweise. Mithilfe von Unterwasser-Metalldetektoren hoffen die Archäologen auf aussagekräftigere Funde. Die Geräte reagieren auf einige korallenbedeckte Knollen. Von einem Wrack oder gar fünf Wracks ist aber weit und breit nichts zu sehen. Dafür immer mehr der seltsamen Knollen. Alle Funde werden am Meeresboden kartiert, bevor sie an Bord gebracht und erneut auf ihren Metallgehalt überprüft werden. In der Umgebung finden sich immer mehr der seltsamen Objekte. Mit jedem neuen Fund wächst Horst Liebners Überzeugung, dass sie tatsächlich auf die Überreste der Ternate-Flotte gestoßen sind. Der Indonesien-Spezialist vermutet, dass sich im Inneren der seltsamen Knollen Kanonenkugeln befinden, die es auf jedem der gut ausgestatteten niederländischen Schiffe gab. Das ist eine kleinere und eine größere. Mit jedem Schlag steigt die Spannung. Handelt es sich vielleicht doch nur um eisenhaltiges Gestein?
Gewissheit werden sie erst haben, wenn die Korallenschicht vollständig entfernt ist. Und tatsächlich. Kanonenkugeln. In verschiedenen Kalibern, so wie sie auf den VOC-Schiffen verwendet wurden. Fund und überlieferter Fundort stimmen überein. In weniger als 4 Tagen machte die Expedition die spärlichen Spuren der Ternate-Flotte ausfindig. Das gelang natürlich nur dank guter Vorbereitung und dem ausführlichen Studium historischer Quellen. Etwas anderes als die Kanonenkugeln finden die Expeditionstaucher auch in den nächsten Tagen nicht. Die Schiffswracks selbst bleiben wohl für immer verschollen. Durch die Strömung in Einzelteile gerissen, das Holz längst verrottet. Trotzdem ein großer Erfolg. Der Unglücksort ist lokalisiert. Die Akte der verschollenen Ternate-Flotte kann geschlossen werden. Dank privater Initiative.